Hallöchen, liebe Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Duel Links. Ja, ich bin heute ein bisschen leiser, denn es ist mal wieder 1 Uhr knapp. Ne? Ich wollte euch einfach heute noch etwas Kleines zeigen, meine Freunde. Und zwar ist das ein brandneues Deck, was ich gesehen habe. Und zwar muss ich an der Stelle Props geben dem Duel Links Meta, einem, ich würde mal sagen, dem englisch sprechenden Yu-Gi-Oh! Duel Links Kanal. Dieses Deck habe ich mir tatsächlich von ihm abgeguckt. Ne? Also ich habe es bei ihm gesehen und habe mal in meine Decks geguckt und gesehen, oh shit, ich habe ja praktisch alle Karten dafür. Es ist ein relativ teures Deck und ich habe tatsächlich alle Karten zufälligerweise. Und dann habe ich es mir mal gebaut, weil ich kein einziges Deck für Yusei Fudo habe. Und ich muss sagen, es macht Spaß. Und deswegen wollte ich es euch einfach mal zeigen. Aber wie gesagt, Props gehen an der Stelle raus an Duel Links Meta, dem englisch sprechenden Yu-Gi-Oh! Duel Links Kanal. Denn von ihm habe ich dieses Deck. So, jetzt, meine Freunde, battlen wir mal ganz kurz gegen einen Typen, der Six Samurai spielt. Genau gegen dieses Deck nämlich auch einigermaßen strong. Also, ich erkläre euch gleich noch die ganzen Karten. Wir haben hier Sternstaub Angriffskrieger. Das ist unser Bossmonster und um den dreht sich eigentlich auch alles. Wir haben hier silbernde Kondensstreifen. Das ist eigentlich die wichtigste und einzige Zauberkarte, die wir in dem Deck spielen. Ansonsten spielen wir Säbel, Fulmeritter, wir spielen Fährtenleser, wir spielen Radracer. Und wir spielen Shogi Knight oder Shogi Ritter. So, jetzt wollen wir aber mal versuchen, das Duell zu gewinnen. Es kann sein, dass es nicht ganz so easy wird, weil, gucken wir mal, warte mal. Nee, passt schon. Wir wählen ihn hier. Zack, einmal den hier, einmal den hier. So, dann bekommt er nämlich 2600 Angriff. Und sein Effekt ist, dass wir eine Karte ziehen können. Und jetzt haben wir zwei Kondensstreifen. Das ist sehr geil. By the way, können wir jetzt instant noch den hier legen. Aber das ist ein Empfängermonster, ne? Dann holen wir noch einen Shogi Knight. Und holen uns ganz einfach nochmal so einen, oder? Holen wir uns nochmal so einen oder hole ich mir einen Gaia? Wir holen uns einen Gaia, weil dann haben wir beide. Dann haben wir zwei 2600er Monster. Und alles wird er nicht wegflexen können. So, jetzt aktivieren wir die Fähigkeit. Damit bekommt unser Synchro-Monster nochmal 600 Angriffskraft dazu. Wir sind jetzt bei 3200, können aber nicht angreifen, weil es der erste Zug war. Oh, wow. Okay. Alles klar. So, da kommt schon mal der Samurai. Ne, die berühmt-berüchtigten Zauberkarten. Leider habe ich keine Fallenkarte gezogen. Jetzt kommt wahrscheinlich Shien. Ja, da kommt Shien. Das Problem ist, ich hätte die vorhin aktivieren sollen, denn jetzt kann er einfach die 9. Spielt aber keine Rolle, er muss eh in die Verteidigung legen, weil er scheinbar nichts hat. Oh, wobei, er kann jetzt auf jeden Fall mit Enishi eine Karte auf die Hand zurückgeben. Die Frage ist nur, für welche er sich entscheidet. Ich muss Enishi so schnell wie es geht killen. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich das tue. Hat er eine Fallenkarte gelegt? Nein. So, um euch ganz kurz mal zu erklären, denn wir haben jetzt mehr oder weniger alle relevanten Karten, die wir im Deck haben, eigentlich auf der Hand oder auf dem Feld. So, wir haben einerseits silberne Kondensstreifen. Diese silberne Kondensstreifen machen folgendes. Ich kann ein Synchromonster wählen. Also ein Sternstaub-Synchromonster, was in dem Fall hier Angriffskrieger ist. Und wenn er gegen ein Monster kämpft, dann wird dieses Monster vor dem Battle-Step, beziehungsweise vor dem Damage-Step, um genau zu sein, auf die Hand, oder? Ist es auf die Hand oder ist es, nee, ins Deck, genau. Zu Beginn des Damage-Steps ins Deck gemischt. Das heißt, es wird kein Schaden, auch wenn es ein stärkeres Monster ist oder was auch immer. Ihr könnt das einfach angreifen und es wird direkt wieder ins Deck quasi gemischt. Was sehr, sehr geil ist. Außerdem haben wir hier noch eine Sternschnuppe. Das ist die zweite Karte, die wir spielen in der Backrow. Und die kann, wenn ein Sternstaubmonster auf dem Feld ist oder wenn wir eins kontrollieren, kann sie irgendeine Karte auf dem Spielfeld zerstören. Das kann sein ein Enishi,
Das kann sein eine Backrow-Karte, wie hier Shien's Dojo. Das kann alles sein. Das kann glaube ich, sogar auch eine von unseren Karten sein. So, dann haben wir hier Psi-Rad-Racer. Wenn wir Psi-Rad-Racer, ist ein Empfänger. Wenn wir zum Beispiel einen Shogi-Ritter auf dem Feld haben, der 3 Sterne hat, dann können wir den spezial beschwören. Und mit den beiden können wir dann instant einen von den 2 holen. Das gilt übrigens auch für den anderen Ritter oder für die anderen beiden, die ich gerade hier auf dem Friedhof habe. Säbel Fulmeritter ist der Empfänger und Psi-Fährtenleser ist das normale 3-Sterne-Monster. So, also das heißt, wir haben 2 Empfänger. Einmal Fulmeritter und einmal Psi-Rad-Racer. Jetzt haben die auch wieder verschiedene Effekte. Fulmeritter kann einen Angriff negieren. Also wenn der Gegner einmal angreift, kann ich einfach sagen, nope, dieser Angriff ist negiert. Und der andere Empfänger, Psi-Rad-Racer, hat noch einen Effekt. Nebst dem, dass man ihn noch spezial beschwören kann, wenn ein anderes 3-Sterne-Monster auf dem Feld ist. Und zwar, wenn ein Monster damit beschworen wird, kannst du ein Monster auf dem Gegnerfeld, was kleinere Angriffswerte hat als das Monster, was du beschworen hast, anhand dieser Synchro kannst du zerstören. Das heißt, ich könnte jetzt Shien zerstören, der meinen Sternstaubkrieger 2600 Angriff und der 2500 Angriff. Okay. So, das ist also der zweite Effekt. Dann haben wir das andere Gedöns, ne, aus dem genau selben Pack, was praktisch genau gleich aussieht, dem Psi-Fährtenleser. Dieser Ruhm hat den Effekt, wenn damit quasi ein Monster Synergie beschworen wird oder wie auch immer das heißt, dann bekommt es, ich glaube, 600 Angriff dazu. Ja genau, 600 Angriff dazu. Das bedeutet, entweder wir ballern das auf den Sternstaub-Angriffskrieger, kriegen 2600, womit wir dann stärker sind als Shien. Oder wir packen es auf Gaia, der kriegt dann 3200. Dann kommt aber noch die Fähigkeit von Yusei Fudo dazu, denn der Yusei hat eine Fähigkeit, dass der Sternstaubkrieger sowieso nochmal 100 Angriff pro Stufe bekommt, also 600 Angriff dazu. Das heißt, im schlimmsten Fall sind wir in der Angriffsphase, also wenn wir angreifen können, haben wir quasi einen Beatdown, der uns 600 Artika gibt, womit wir stärker sind als ein Shien. Oder wenn er mit Psi-Fährtenleser beschworen wurde, haben wir 3200 Angriff und das reicht mehr genug. Das ist mehr als genug, um Shien und alles andere auch zu killen. So, jetzt genug zu den Tunern, also zu den Kleinen. Eine Sache habe ich noch, der Shogi-Ritter ist eine sehr, sehr geile Karte, die Samurai ziemlich krass countert. Denn was haben Samurai in der Backrow? Meistens sind es entweder Shien's Dojos oder 6 Samurai vereint. Oder es ist tatsächlich eine Fallenkarte, nämlich der beidhändige Schwerthieb, heißt der, glaube ich. Der Both-Handed Slash, irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall die Fallenkarte, die dafür sorgt, dass ihr 2 Monster oder einfach zwei Karten auf die Hand zurückbekommt, wenn der Gegner ein 6 Samurai Monster im Angriffsmodus hat. Das ist die OP-ste fucking Karte. Und mit Shogi-Ritter habt ihr ein Monster, was ihr im Angriffsmodus setzen könnt oder beschwören könnt. Dieser kann dann eine Karte vom Gegner picken oder ihr könnt dann mit ihm eine Karte vom Gegner picken, eine Backrow-Karte, sie aufdecken und wenn es eine Fallenkarte ist, wird sie direkt zerstört. Das heißt, beidhändiger Schwerthieb, bam, direkt zerstört. Das heißt, ihr habt eine krasse Combo. Ihr kommt mit Shogi-Ritter rein, zerstört den beidhändigen Schwerthieb, könnt dann einen Psi-Rad-Racer beschwören, als Spezialbeschwörung, könnt dann instant Synchro beschwören in entweder Angriffskrieger oder Gaia Kraft der Erde und habt dann ein Synchro-Monster auf dem Feld. Könnt dann mit deren Effekten spielen. Hier mit Sternstaub Angriffskrieger könnt ihr eine Karte ziehen. Mit Gaia habt ihr einfach generell einen hohen eine hohe Angriffspower, sag ich jetzt mal. So, das war aber noch nicht alles, meine Freunde. Der Sternstaubkrieger hat nämlich noch eine Fähigkeit. Und zwar kann er Sternstaubangriffskrieger kann einmal den Effekt aktivieren. Diese Karte kann alle als Spezialbeschwörung beschworenen Monster, die dein Gegner kontrolliert, einmal angreifen. Das heißt, wenn zum Beispiel
hier, ich weiß nicht, ein Fuma oder whatever, ne? Es gibt ja bei Six Samurai viele Monster, die spezial beschworen werden. Zum Beispiel den hier, den Kisan. Der kann ja spezial beschworen werden, ich glaube von der Hand, wenn ein anderes Monster da draußen ist, etc. Und das heißt, er kann einfach alle wegballern. Bam, bam, bam. Und dann kann der Gegner keine Synchro-Summons mehr raushauen oder whatever. Also, ne, ihr seht, es ist ziemlich, ziemlich crazy. So, an der Stelle behalte ich mir die beiden aber mal auf der Hand, falls er irgendwie countert oder so. Ich gehe jetzt einfach mal auf das Ding hier. Ja. Und greife ich Inishi mit dem Gaia an? Ich greife Inishi mit dem Gaia an. Denn dann muss er sich töten lassen. Oder er hat fucking Kugel-Kuribo. Das ist auch in Ordnung, Digga. Alright. Das ist ein bisschen... Oh, damn it, Bro. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Im nächsten Zug kann er einfach angreifen, ne? Eieieiei. Okay, ich muss unbedingt... Okay, das Problem ist, wenn ich jetzt Inishi angreife, dann wird er seinen Effekt aktivieren und hier Kisan und Fuma aus dem Friedhof verbannen, um mich auf die Hand zurückgeben, also den Sternstaubkrieger. Das heißt, ich habe in der nächsten Runde nur diesen Gaia im Verteidigungsmodus mit 800 Angriff, Def. Das heißt, er wird mich einfach bumsen mit Shien und Inishi und wird mich KO'en. Das bedeutet, ich muss jetzt meinen Zug beenden. Dann mit dem silbernen Kondensstreifen den Inishi-Removal baiten, nur damit ich damit Sternschnuppe Inishi instant vernichten kann. Na. Das heißt, ich mache jetzt den hier an, es ist seine Runde, ich gehe auf silbernen Kondensstreifen. So, wird er... Ja, er fällt drauf rein. Und jetzt können wir instant die Sternschnuppe aktivieren und können... Ich glaube, wir killen instant Inishi. Ja, denn Inishi kann uns auf die Hand zurückgeben. Er kann nichts machen, wenn Inishi stirbt. Wobei... Ist er tot? Ich glaube, er ist tot, oder? Nein, er ist nicht tot. Hä? Warum ist er... What? Oh, Moment mal. Moment mal. Falls du genau ein 6 Samurai... Falls genau ein 6 Samurai-Monster, das du kontrollierst und keine anderen durch einen Karteneffekt zerstört würden, kannst du stattdessen diese Karte von deinem Friedhof verbannen. Ja, geh fucking geh. Ja, aber das ist in Ordnung, denn jetzt hat er nicht mehr zwei Monster. Ne? Das heißt, er hat ihn jetzt verbannt und das heißt, er hat nur noch einen Kisan und er braucht zwei Monster auf dem Friedhof, um mich auf die Hand zurückzugeben. Das heißt, er kommt jetzt nicht mehr durch. So, er hat keine Backroad, das heißt, Shogi-Krieger würde sich nicht lohnen. Alright, dann gehen wir einfach mal mit... Dann gehen wir mit Psi-Fahrrad... heißt der Fahrrad? Fährtenleser. So, zack, gehen wir mit denen rein. Boom. Und ich würde behaupten... Wir holen uns jetzt noch einen Gaia. Denn Gaia hat mehr Angriff. Und wir können instant irgendwas zerstören. Und wir kriegen 3200 Angriff. So, ja, wir aktivieren den Effekt von Rad Racer. Zerstören Inishi. Inishi ist einfach der größte, nervigste Typ von allen. Und jetzt können wir durchgehen. Na? Wir haben sogar noch einen Kondensstreifen, falls irgendwie was passiert. Wir gehen jetzt auf Synchro Boost. Und haben 3200er Monster auf dem Feld. Ich greife jetzt mal den Shien an. Der wird den hier opfern. Okay. Das heißt, das war's. Außer er hat noch einen verfickten Kugel-Kuribo, Digga. Ey, diese Drecks-Kuribos, ne? Wie viele Kugel-Kuribos hat er auf der Hand? Wie viele Karten hat er generell auf der Hand? So, auf jeden Fall haben wir noch eine Karte für Backrow. Alter, was ist denn jetzt? Das ganze Game ist gerade gefreezed. Holy shit, my dude. Damn, Bro! Alter, was ist mit Duel Links kaputt? So. Okay, ein Dojo wurde aktiviert. Das heißt, irgendwie wird was gelegt, gesetzt.
Moment mal, das kann ich nur mit Sternenstaub-Synchromonster verwenden, ne? Ah, schade. Okay. Ja, keine Backrow-Karte. Ich kann eigentlich Sangan legen. Vielleicht killt er ihn und dann kann ich wieder Synchromaterial holen. Ich kill auf jeden Fall mal Shien. Bruder, das war's mit deinem Drecks, Shien, Alter. Nach 3 Angriffen oder so. 2-mal Kugel-Kuribo, 1-mal Dingens. Oh nein, jetzt hat er einen Inishi. Oh, es ist ekelhaft. Der hat halt einfach wieder einen scheiß Inishi auf der Hand, ne? Also, ich weiß nicht, Mann, der hat so eine gute Hand gehabt. Dieser Drecks-NPC. Oh, natürlich. Und jetzt hat er wieder einen scheiß Shien. Das gibt's nicht. Zum Glück hat der NPC kein Beatdown oder so, ey. Ja, jetzt gibt er mich zurück auf die Hand. Das heißt, es wird zerstört. Also, beziehungsweise verliere mein Summon-Material. Und ich glaube, das überlebe ich nicht, ne? Das überlebe ich, glaube ich, nicht. Okay, ich hole mir tatsächlich so einen. Denn der kann unter Umständen, wenn ich noch, nachher noch was Gutes ziehe, noch einen Angriff denyen. So, ich überlebe, glaube ich, mit... Nein, ich überlebe definitiv nicht. Ha! Gut! Da sehen wir einfach, wie strong diese Dinger sind. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass wir mit 3 Monstern auf dem Feld gestartet haben. Und Samurai haben sowieso schon die halbe Miete, wenn sie ein paar Monster auf dem Feld haben. Beziehungsweise, wenn sie einen guten Zug machen konnten, haben sie eh schon gewonnen. So fucking strong sind die. Aber gut, ich konnte euch das Deck trotzdem zeigen. Ich zeige euch das natürlich noch einmal kurz hier im in dem Preview. Genau. Also, wir haben hier 3-mal den Psi-Rad-Racer. Das ist eine UR-Karte, eine Ultra-Rare-Karte vom Arcanid-Magier-Booster. Dann haben wir den Säbel-Fulmeritter, auch 3 UR-Karten. Dann haben wir Sangan, auch eine UR-Karte. Die haben wir 2-mal. Dann haben wir Psi-Fährtenleser und Shogi-Ritter, beide 3-mal. Das sind nur Rare-Karten. Das hier ist eine Normalkarte und das ist auch eine Normalkarte. Die haben wir auch 3-mal drin, je. Also relativ easy. Allerdings haben wir noch den Sternstaub-Angriffskrieger und 1-mal Gaia, die Kraft der Erde, meine Freunde. So sieht das Deck aus. Ne? Relativ gechillt, auch mit der Fähigkeit. Die passt sehr, sehr gut dazu. Sternenstaub-Attack-Booster. Ich werde euch in der nächsten Folge noch ein anderes Deck zeigen, was ich noch gemacht habe, was momentan richtig schön rasiert. Ich habe noch ein paar geile Karten bekommen von ein paar Boostern. Die werde ich euch, wie gesagt, noch zeigen. Aber jetzt versuchen wir nochmal ein Duell gegen Atlas zu machen und nicht abzustinken. Alter, also die Six Samurai, ne? Six Samurai. Und er hat nicht mal seine Fallenkarte verwendet. Er hat einfach 2-mal Inishi und 2-mal Shien gehabt. Und das ist einfach so easy. Aber gut. So, jetzt gucken wir mal, wie stark dieses Deck wirklich ist, wenn wir einfach mal normal duellieren, ohne komische Voraussetzungen etc. pp. So, wir legen das hier. Wir legen das hier. Holen direkt den Sternstaubkrieger. Im Angriffsmodus. So, aktivieren natürlich den Effekt, ziehen eine Karte plus, aktivieren noch den Effekt hier und sind jetzt auf 3-2. Können jetzt angreifen. Bap, das Ding ist auf jeden Fall tot. So, und jetzt bin ich gespannt, was der Gegner macht. So. Er endet seinen Zug, das ist interessant. Wir ziehen noch einen Shogi-Ritter. Das ist ganz gut, weil wenn wir jetzt den Shogi-Ritter legen oder hier beschwören, können wir mal gucken, ob das eine Fallenkarte ist. Ist es eine Fallenkarte? Ja, ist es. Das heißt, sie wird instant zerstört und der sekundäre Effekt von Shogi-Ritter wird aktiviert. Stimmt, den habe ich komplett vergessen, euch zu zeigen oder zu erwähnen. Wir können jetzt ein 3-Sterne-Monster, beziehungsweise eigentlich 2 3-Sterne-Monster von, ich glaube, unserer Hand. Ist es unsere Hand? Ja,
In die offene Verteidigungsposition spezial beschwören. Oh wow, ich bin ein Trottel. Ich dachte, das ist der... Ja, das darf euch nicht passieren. Ihr dürft den Fährtenleser nicht mit dem Radracer verwechseln, weil sonst hätte ich jetzt direkt die nächste Synchro-Beschwörung rausballern können. Ja, ist nicht so optimal von mir. Aber gut, sollte trotzdem reichen, denn... Wir aktivieren die Sternschnuppe, zerstören die gegnerische Karte ohne Probleme, er kann nichts aktivieren. So, zack, der Shogi-Ritter greift an und mit 3200 reicht's auf den Lifepoint, um Jack Atlas rauszunehmen. Aber ihr seht, man kann sehr, sehr viel mit diesem Deck machen. Es ist ein sehr schnelles Deck, es ist ein sehr flexibles Deck. Es hat wenige Karten drin, also es ist nicht wirklich kreativ, es hat... Sein Support, es hat alle Karten, die es hat, dreimal, außer Sangan habe ich zweimal. Es funktioniert eigentlich immer gleich, ne? Man hat da nicht irgendwie Style-Karten drin, die man selbst da rein tut oder so, also zumindest ich nicht. Aber es funktioniert, es ist ein interessantes Deck, es macht auf jeden Fall mega viel Spaß, es zu spielen. Und es ist endlich mal ein Grund für mich, Yusei Fudo zu spielen, der ja eigentlich ein ganz cooler Charakter ist, ne? Ja, zufälligerweise hatte ich sogar ATK-Booster-Synchro-Krieger und alle Karten. Deswegen dachte ich mir, yo, ich mach mal dieses Deck und stell's euch vor. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht baut ihr das Deck nach. Geht auf jeden Fall nochmal zu Duel Links Meta auf YouTube und guckt mal, wie er das Ganze spielt. Er ist nämlich King of Games und... Ich denke mal, er wird dieses Deck noch um einiges besser kennen. Aber wie gesagt, ich hoffe, ich habe es euch einigermaßen zeigen können. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und tschüss.